Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner F1 2016 Karriere hier auf meinem Kanal. Das Ganze jetzt hier beim großen Preis in Ungarn in Budapest nach zwei Nullern jetzt hintereinander in Österreich und auch beim großen Preis von Silverstone in Großbritannien. Müssen wir wieder punkten? Letztes Rennen hat nämlich kein Ferrari Punkte geholt. Nicht nur wir, sondern auch unser Teamkollege hat es tatsächlich geschafft, eben auszuscheiden und dementsprechend keine Punkte mitzunehmen. Also okay, hat es geschafft auszuscheiden, war ja nicht wirklich sein Fehler, war eben Fehler vom Auto und dementsprechend ist er dann irgendwann leider Gottes durch eine Kollision ausgeschieden. Aber irgendwie müssen wir wieder punkten. Denn wenn wir mal jetzt so ein bisschen auf die Wertungen schauen, da sieht es jetzt nicht mehr so rosig aus. Wir sind auf dem zweiten WM-Rang und in der Konstrukteurs-WM 12 Punkte hinter Mercedes. Also in beiden Wertungen zurückgefallen. Der große Preis von Ungarn, unter anderem letztes Jahr von Sebastian Vettel gewonnen worden. War auf jeden Fall ein sehr Ferrari-dominantes Rennen. Mal gucken, ob wir das Ganze vielleicht dieses Jahr wiederholen können. Ansonsten würde ich sagen, smasht auf jeden Fall mal ordentlich den Like-Button, wenn ihr weiterhin aktiv F1 2016 Videos sehen wollt, hier auf meinem Kanal. Heute haben wir Sonntag. Ich versuche einfach so viel vorzuproduzieren wie möglich, einfach damit ihr genug Content für die komplette Woche habt. Vielleicht auch 3-4 Folgen. Mal gucken eben, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze läuft mit den Aufnahmen, wie viel Lust ich habe und so weiter. Ich würde sagen, wir starten rein. Und ansonsten noch ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist. Toro Rosso hat mal wieder ordentliche Upgrades gemacht und sind wieder auf dem dritten Rang. So von der Leistung her. Ganz schön krass, muss ich sagen. Wir haben jetzt eigentlich genug Ressourcenpunkte, um mal wieder ein weiteres Upgrade zu machen. Aber das entscheide ich jetzt erstmal nach der Trainingssession. Mal gucken, wie viele Punkte wir da abstauben. Also ich merke echt, dass Ungarn jetzt nicht gerade meine Strecke ist. Beziehungsweise ich glaube auch nicht die Strecke sein wird, wo wir wirklich Punkte aufholen werden. Denn ich merke schon, ich war im Training auf den Supersofts, also auf den weichesten Reifen, die zur Verfügung stehen, war ich langsamer als, ich weiß nicht, wer auf den Mediums. Also irgendein Top-Auto, irgendein Top-Fahrer auf den Mediums. Das ist natürlich ganz schön kritisch, das heißt, ich glaube in Ungarn, diese Punkte gut zu machen, die wir in den letzten zwei Rennen komplett verloren haben, wird echt eine schwere Herausforderung werden. Vor allem beim Qualifying-Tempo habe ich unglaublich reingeschissen. Also, ja, das wird schon ein bisschen kritisch werden. Denn wenn wir gerade vom Qualifying-Tempo reden, jetzt geht's ins Qualifying. Ja, Leute, 1.21.9. Wir sind ungefähr auf dem Niveau von einem McLaren Honda. Oder von einem Sahara Force India. Ihr könnt es euch gerne aussuchen. Jetzt ist die Frage, bin ich damit zufrieden? Hell no, aber es reicht für die nächste Session. Ob wir überhaupt Q3 erreichen werden heute? Oh, dass ich mir diese Frage überhaupt stelle, ist so peinlich. Warum sind wir denn so langsam hier in Ungarn? Ich fahre 1.21.9 und Ricardo fährt eine 20.2. Wie ist das bitte möglich? Ungarn liegt mir einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bin ich nicht in meiner Form, was eigentlich gar nicht sein kann, weil ich irgendwie vor kurzem erst richtig wieder aufgenommen habe und eigentlich auch gut klarkam. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Ungarn nicht meine Strecke ist. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in Q2. Hoffentlich kommen wir weiter. Dass ich das echt sagen muss, hier im besten Auto. Unglaublich. 1.21.2. Ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Ist immerhin, ich glaube, 5 oder 6 Zehntel schneller, 7 Zehntel sogar schneller als das, was wir in Q1 gefahren sind. Jetzt ist die Frage, wird das überhaupt reichen? Wer kommt denn alles noch schnelles? Okay. 4 schnelle Wagen. Wir sind auf 6. Massa könnte auch langsamer sein als wir. Gucken wir mal ganz kurz. So, wir warten. Hamilton auf 10, Rosberg auf 8, okay. Ist jetzt ein bisschen verwunderlich, aber gut. Wir warten noch ab. Fahren die vielleicht auf den Softs? Ja, Rosberg fährt auf den Softs und Hamilton mit Super Soft nur auf 9, okay. Können vielleicht Verkehr gehabt haben. Wir kommen auf Platz 6, liegen tatsächlich in Q3. Also die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht wahrgemacht. Red Bull und Toro Rosso scheinen echt stark zu sein hier. Das muss man echt lassen. Das muss man denen echt lassen. Massa, Perez, Hülkenberg, Alonso und Palma sowie Gutierrez sind ausgeschieden. Und damit geht es auf unseren Run hier in der dritten Qualifikationsrunde. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendein Wort in dieser kompletten Runde sagen werde. Denn bisher war ich unglaublich konzentriert. Und vor allem gerade eben, Leute, ich war so konzentriert, einfach eine vernünftige Runde abzuliefern. Ob das Ganze vielleicht ein zweites Mal funktionieren wird, werden wir sehen. So, los geht es. Ja, der Start war schon nicht mal wirklich gut. Geht besser, der Ausgang aus der letzten Kurve, aber gut. Hier geht's ein bisschen bergab, achter Gang, dann hier den für mich zweiten Gang runter. Für einige vielleicht auch in den dritten, aber ich nehme lieber einen Gang noch da drunter. So.
Hier schön eng fahren, nicht zu weit rauskommen. So, hier geht es dann wieder bergauf und dann zum Ende des ersten Sektors. Dann hier auch wieder schnell Linkskurve, leicht gecuttet, aber sollte eigentlich noch klar gehen. So, Ricardo setzt direkt mal die erste schnelle Runde, 1:20.0. Jetzt kommt natürlich der Abschnitt, den ich gar nicht leiden kann und wo ich auch hier eigentlich immer rauskomme. So, und wir sind 4 Zehntel langsamer als Ricardo. Also mit der Pole wird es schon mal nichts. Ah, komplett verschaltet hier. An der Stelle, nicht gut. Hier aufpassen, nicht in die Wand reinkrachen. Und der Ausgang, der ist mehr gesagt als erwartet. 21:0. Ist zwar schneller als in Q2, aber auch nicht gerade gut, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, und damit ist die Qualifying Session beendet. Platz 8, wir sind hinter beiden Toro Rossos, beiden Red Bull, beiden Mercedes und hinter unseren Teamkollegen vor Button und Bottas. Es tut weh. Es ist echt hart, im mit Abstand besten Auto nur auf 8 zu sein, aber es ist einfach eine Strecke, die mir nicht liegt. Wir können einfach nur morgen auf den Start hoffen, ansonsten einfach ein bisschen die KI blockieren, aber mehr ist auch wirklich nicht drin. Von der Pace her, wir sind zwar schneller als ein Bottas, schneller als ein Button, aber deutlich langsamer. 1,3 Sekunden langsamer als Sebastian Vettel. Also ich glaube, das wird gar nichts werden morgen. Nicht mit dem Podium, vielleicht mit Top 5, aber da müssen wir echt schon einen guten Start haben. Naja, wir gehen zum Rennen über. So, wie man schon sehen kann, Einführungsrunde ging jetzt nicht gerade lange. Ziel ist es einfach nur für mich am Start, so viele Plätze wie möglich gut zu machen, also einen guten Start zu haben, um so viele Leute wie möglich zu kassieren und dann vielleicht so ein bisschen Block-Driving zu betreiben, damit wir auf jeden Fall unsere Position halten. Die ersten beiden Fahrer vor uns sind die beiden Toro Rossos, dann die beiden Mercedes und dann erst die beiden Red Bull. Also nach den Toro Rossos kommen auf jeden Fall zwei sehr harte Nüsse, die wir zu knacken haben. Mal gucken, wie weit wir am Start vorkommen. Wie gesagt, Ziel ist einfach nur, so viele Plätze am Start wie möglich gut zu machen und dann einfach nur Blockdriving betreiben. 18 Runden werden hier leider Gottes gefahren und die Strategie ist ganz klar, erst super soft und dann die soften Reifen. Und damit soll es jetzt auf jeden Fall auch gleich losgehen. Alle Autos stehen in der Startaufstellung und damit geht's los, oder? Ja, genau. Los geht der Start hier beim großen Preis in Ungarn. So, los geht's. War ein guter Start, war ein sehr guter Start. Kommt gut weg, aber kommt leider nicht vorbei. Sainz zieht schon mal an Rosberg vorbei. Und jetzt einfach hier innen rein. Einfach innen rein, noch ein bisschen übers Gras. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Neben Lewis Hamilton. Ja, der ist jetzt natürlich innen, hat den Vorteil, wir müssen außen zurückstecken. Oder tun wir das nicht? Über den Curb und jetzt innen. Tatsächlich. Tatsächlich Platz 4 nach dem Start. War ein sehr guter Start, muss ich sagen. Okay, ein bisschen weit rausgekommen. War aber ein sehr guter Start.
Da eben noch das leichte Rad-an-Rad-Duell mit Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, vielleicht ist unsere Rennpace ja wieder deutlich besser als die Quali-Pace. So war es ja auch unter anderem in Silverstone, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil in Silverstone waren wir immerhin zweitschnellste Kraft und hier achtschnellste. Also da liegt schon ein großer Unterschied dazwischen, ob wir jetzt hier wirklich nach vorne kommen, ich bezweifle es. So, jetzt vielleicht ist der Moment da, um zuzuschlagen. Ricardo wurde rausgedrängt von Verstappen, wir ziehen vorbei. Jetzt vielleicht auch innen am jungen Niederländer, nein, da kommen wir nicht vorbei. Hier vielleicht reinstechen, funktioniert leider auch nicht. Also der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ein Red Bull ist zwar kassiert, aber der andere ist leider vorne geblieben. Schade. Aber wir sind immerhin auf dem Podium. Eine super Kampflinie, die wir hier fahren. Und das Ganze bringt uns weiterhin Platz 3. Und unser größter WM-Rivale Nico Rosberg, der ist momentan nicht mal Sechster. Also wurde von einem Toro Rosso auf jeden Fall kassiert, nämlich von Dani Kvyat. Oder Kvyat wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Kvyat, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, und jetzt zieht Ricardo eiskalt vorbei. Hamilton wäre der Nächste. Wir müssen versuchen, hier noch Ricardo irgendwie hinter uns zu halten. Außen sind wir jetzt, aber funktioniert nicht wirklich. Jetzt vielleicht im Windschatten. Ja, der hat DRS, aber wir können hier richtig in reinstechen. Das Ganze auch noch ohne Berührung. Ricardo steckt zurück und wir sind weiterhin auf Platz 3. Also Blockdriving ist hier auf jeden Fall am Start und funktioniert bisher sehr gut. Also, wenn es so weitergeht, ich könnte mit dem Podiumsplatz eigentlich sehr gut leben. So, am Ende dieser Runde jetzt unser Boxenstopp. Ich habe ihn einfach mal eine Runde früher gezogen. Vorgezogener Boxenstopp jetzt einfach mal hier. Der Undercut, oh, gegen Max Verstappen, das hat Zeit gekostet. Und wir haben es tatsächlich geschafft, diesmal keine Strafe zu bekommen. Okay, so Undercut-mäßig ist es dann leider Gottes auch nicht. So, bitte vor Bottas. Nein, das gibt's doch gar nicht. Nein, das gibt's doch jetzt gar nicht. Oh Mann, das ist so scheiße in diesem Spiel. Das ist so schlecht gemacht. Jedes Codemasters F1-Spiel. Immer wieder das Gleiche. Immer wieder ist die KI rücksichtslos, was das Rausbringen ihrer Fahrer nach dem Boxenstopp betrifft. Und man selber ist immer so rücksichtsvoll. Warte doch bitte noch ein paar Sekündchen. Danke, Team. Jetzt haben wir einen Platz an Hamilton verloren. Den werde ich sicherlich nicht wiederbekommen. Ja, der Undercut hat, glaube ich, irgendwie gar nichts gebracht. Ricardo kommt da raus gegen Hamilton. Vielleicht ist das jetzt unsere Chance. Wir haben nämlich DRS. Hamilton zieht an Ricardo vorbei. Und ganz ehrlich, Leute, ich ziehe mit! Hat das funktioniert? Oh, ein bisschen außen fahren jetzt hier. Nein, ich habe Hamilton... Nein! Hamilton, das wollte ich wieder nicht. Och man, ich bin so ein Rambo. Wir gucken uns das jetzt nochmal ganz kurz in der Wiederholung an. So, wie kann man die Kamera wechseln? Perfekt, so. Und zwar dachte ich mir dann einfach wie so ein Vollidiot, ich ziehe mit. Hab aber, glaube ich, Hamilton nicht mal berührt. Muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Kontrollieren wir jetzt mal. Ich komme gar nicht klar. Ist es Hamilton? Nee, das ist Ricardo. Das bin ich. Da ist Hamilton. So. Also ich glaube, ich habe Hamilton nicht berührt hier an der Stelle. So. Da komme ich da reingeschossen wie so eine Rakete. Bin jetzt eigentlich ganz klar vor ihm. Ja, da kann ich doch jetzt nichts machen. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Also guckt euch das jetzt einfach mal bitte an. Ich fahre schon außen wie so ein Behinderter. Und Hamilton fährt absolut in mich rein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Da kann ich jetzt wirklich nichts für. Wo soll ich denn da jetzt hin? Ich meine, ich bin ganz klar, fast eine Fahrzeuglänge vor ihm. Also ist es ja nicht mal knapp oder so. Ich bin deutlich vor ihm, wie man hier sehen kann. Deutlich vor ihm. Und ich fahre schon außen die Kurve an. Aber weiter außen kann ich auch nicht anfahren. Da komme ich ja auch raus. Hamilton und ich, das ist einfach eine Freundschaft, das ist unglaublich. Ja, Hamilton hat zwei Optionen. Fahr weiter in oder brems ab. Du bist ganz klar hinter mir, Junge. Das ist ja nicht wie in Baku. Da war es ja unglaublich knapp. Da waren wir ja fast auf einer Höhe. Ich war nur leicht vor ihm. Aber hier bin ich ja fast eine ganze Fahrzeuglänge vor ihm. Ja, hier kommt der Punkt. Da muss er deutlich mehr nach rechts. Ich meine, ich fahre ja schon die Kurve außen an. Normalerweise fährt man sie an, so wie Hamilton sie fährt. Aber irgendwie...
Ich weiß nicht, Leute, ich weiß es nicht. Soll ich jetzt dafür extra eine Rückblende nutzen? Weil eigentlich will ich Hamilton ja nicht schon wieder sein Rennen kaputt machen. Aber andererseits sehe ich bei mir jetzt kaum die Schuld, weil ich bin hier reingestochen, ganz fair. Wir gucken das Ganze auch mal hier kurz an, aus Ricardos Sicht, ob der hier irgendeinen Schaden dadurch genommen hat. So, wir sehen es hier. Ricardo hat nur ganz leicht mit Hamilton die Räder berührt. Und wir sehen es hier aus der Perspektive von Ricardo auch nochmal ganz genau. Ja, der fährt ganz schön in mich rein, der Hamilton. Ich fahre die Kurve ja schon wirklich außen an. Es kann mir ja keiner sagen, dass ich die Kurve noch weiter außen anfahren soll. Da riskiere ich da selber rauszufliegen. Na, ich weiß nicht. Ob ich jetzt dafür eine extra Rückblende nutzen soll, ist kritisch. Ich will Hamiltons Rennen ja eigentlich nicht kaputt machen. Aber irgendwie hat er sich auch selber kaputt gemacht, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich weiß, es wird wieder Leute geben, die meinen, hey, das war deine Schuld. Ich weiß, es wird Leute geben, die sagen, Rennunfall. Es wird Leute geben, die sagen, Hamilton Schuld. Aber ich weiß echt nicht. Nee, dafür nutze ich ganz ehrlich keine Rückblende. In meinen Augen ist es ein Rennunfall oder mehr Hamilton Schuld, weil da kann er einfach abbremsen. Ich bin, wie gesagt, eine Fahrzeuglänge vor ihm. Da bremst der stinknormale Formel 1 Fahrer echt auch ab. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also, sorry Hamilton, dass wir mal wieder kollidiert sind. Rivalen bis zum geht nicht mehr. Aber die Sache ist einfach, dass ich bei mir da jetzt in der Hinsicht keine Schuld sehe. Ich meine, ich bin eine Fahrzeuglänge vor ihm. Wenn hier irgendjemand das Recht hat, diese Kurve zu fahren. Und ich bin ja die Kurve sogar sehr außen angefahren. Kann mir auch keiner sagen, wenn Hamilton die Kurve hier quasi anfährt, als würde er alleine sein. Weil normalerweise, wenn man die Kurve alleine anfährt, dann versucht man natürlich viel von diesem Außenkörper mitzunehmen. Wie man nur kann. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das jetzt unbedingt meine Schuld ist. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Aber jetzt vielleicht, jetzt haben wir gute Traktion, kommen besser raus und er wird sowieso am Ende dieser Runde an die Box gehen. Das ist der größte Abfuck daran. Aber wir kommen ganz locker vorbei. So, Magnus, jetzt halt den Ricardo vielleicht auch nochmal für ein paar Kurven auf. Wäre für mich vom Vorteil. Bitte geh nicht an die Box, bitte geh nicht an die Box. Er geht nicht an die Box, jawohl. Stabil. Ich hoffe, dass er noch DRS von mir bekommen hat. Würde ich ihm richtig gönnen. Wenn er DRS von mir bekommen haben sollte. So, wer kommt da raus? Ja, okay, ist ein Force India. Es bringt uns jetzt nicht gerade viel. So, wir gucken nochmal ganz kurz nach. Ist noch irgendein Fahrer? Ja, Alonso, der noch nicht an der Box war vorne. Neben Palmer. Also damit wären wir auf P3 und Ricardo ist natürlich direkt an Magnussen vorbeigeschossen. Palmer, mein Gott, wie langsam bist du bitte? So. Oh, der bremst so früh. Glaube ich, einfach keine Traktion mehr auf seinen Reifen. Oh, ich komme hier gerade gar nicht vorbei. Ich muss aber jetzt vorbei. Tschüss, Palmer. So, da muss er Platz machen. Okay, müssen tut er es nicht, aber wäre schlauer für ihn. Ja, und jetzt wieder der große Fight hier gegen Daniel Ricciardo. Außenrum. Oh, leichte Berührung. Sorry an der Stelle. Ah, jetzt ist er zu schnell mit DRS, aber können wir da hier innen reinstechen wie so ein Verrückter. Oh, viel zu weit, aber hat geholfen. Okay, weil wir wie so eine Rakete an ihm vorbeigeschossen sind, muss er natürlich abbremsen. Und Leute, seht ihr Verstappen irgendwo auf der Minikarte? Ich sehe ihn nämlich gerade gar nicht. Ich sehe nur unseren Teamkollegen und Alonso, also komisch. Leute, wisst ihr, was das nächste Problem ist? Ein wilder McLaren Honda, der hinter uns fährt. Mit super soften Reifen. Fernando Alonso, holy shit, ist der schnell. Ich glaube, der wird richtig gefährlich werden in den nächsten Runden. Wer hätte das bitte in der letzten Saison erwartet, dass ein McLaren Honda sich ernsthaft mit einem Ferrari duelliert und auch nach vorne legt? Oh, da kann ich einfach nichts machen. Der ist einfach zu schnell. Das ist unglaublich. Der ist einfach zu schnell für mich gerade. Oh, Rad an Rad hier mit einem Weltmeister. Mit einem zweimaligen Weltmeister. Komm, ich will vorne bleiben. Haben wir uns berührt? Ich glaube nicht. Wow, jetzt haben wir uns aber berührt. Tja, und so macht man ganz schnell aus einem Zweikampf einen Dreikampf und der Alonso zieht vorbei. Ey, das ist unglaublich. Leute, das ist unglaublich. Ich fahre jetzt schon Kampflinie. Einfach weil dieser verdammte McLaren Honda so schnell ist. Unglaublich.
Das ist unglaublich, echt. Ich muss mich hier gerade richtig gegen ein Toro Rosso und gegen einen McLaren Honda verteidigen. Alonso versucht es schon wieder und diesmal ist er richtig schnell. Diesmal ist er richtig schnell. Wir müssen wieder versuchen, Kampflinie zu fahren. Und ganz spät bremsen. Das ist momentan die Devise. Ah, wir müssen ihm Platz lassen. Ja, zum Glück ist der McLaren Honda Motor nicht so stark. Das heißt, wir können hier eigentlich mithalten. Wir können richtig gut mithalten. Und jetzt innen. Ja, so fährt man. Oh! Oder auch nicht. Quer das aus dem Rennen. Holy shit, was ist da jetzt gerade passiert? Wir sehen es jetzt hier nochmal. Oh, wie das aussieht, ey. Oh, was ist das denn? Jetzt haben wir hier zu zweit durch eine Kurve durch. Meine Wenigkeit fährt ganz schön in, aber ich lasse halt auch den Platz. Fahre ich lieber übers Gras und cutte ein bisschen, als dass jetzt hier irgendeine Kollision wieder passiert mit dem Alonso. So, wir gehen mal ganz kurz vielleicht wieder in eine bessere Ansicht. So. Onboard-Perspektive vielleicht. So, dann kommt der raus und will auf die Strecke und haut den quer eiskalt raus. Obwohl hier, wie man sehen kann, da ist so viel Platz auf der Strecke. Da muss der eigentlich gar nicht so weit rausfahren. Der muss gar nicht so weit rausfahren. Wir sehen es hier. Da ist Menge Platz, weil wir eben sehr weit innen fahren. Ja, er fährt sehr weit außen. Das ist auch ein bisschen blöd. Und dann haut er den quer eiskalt raus. Unglaublich. Oh nein, Alonso versucht es innen und Rosberg außen. Nein, was ist das? Was ist das hier gerade? Holy shit, holy shit. Oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut, meine Freunde. Das will ich nochmal in der Wiederholung sehen. Das ging gerade echt nicht gut. Ich habe vergessen, den achten Gang zu schalten. Fällt mir gerade auf. Oh, ich wurde gerade richtig in die Mangel genommen. Ich wurde gerade absolut in die Mangel genommen. Ganz schön schwer. Wir versuchen es jetzt innen. Also, ich weiß nicht, ganz kurz gucken hier. Ja, der Alonso hat komplett blockierende Räder. Der Alonso hat komplett blockierende Räder. Ich weiß nicht, ob wir da auch wirklich kollidiert sind. Haben wir den Alonso überhaupt berührt? Ich weiß es gar nicht. Ich soll mir mal sagen, kann, dass es ganz schön knapp war, so. Gar nicht. Und jetzt ist die Frage, hat er den Rosberg berührt? Wenn nicht, dann ist das einfach Formel 1. Dann ist das einfach die Formel 1. Der hat den auch nicht berührt. So knappes Racing, Leute. Holy shit. Jetzt ist die Frage, Kamikaze-Move mal wieder bringen. Hat tatsächlich wieder funktioniert. Es ist unglaublich, Leute. Es ist unglaublich. Haben wir ihn berührt? Ich weiß es nicht. Ich nutze jetzt hier so viele Wiederholungen. Weiß nicht. Haben wir ihn berührt? Wir sehen es jetzt. Schießen wir hier wieder an ihm vorbei. Nee, wir haben ihn wieder gar nicht berührt. Also, unsere Kamikaze-Moves heute sind 1A. Oh, jetzt kommen wir raus. 1A Kamikaze-Moves, muss ich sagen. Und jetzt versucht es auch noch der Rosberg gegen Alonso. Und die wollen echt durch diese Kurve zu zweit. Okay, nicht schlecht. Aber wir sind da jetzt erstmal raus. Wir sind da jetzt erstmal raus aus dem ganzen Schlamassel, Leute. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Aber Leute, das ist so ein geiles Rennen, Alter. Das liebe ich einfach. So sieht man in der Formel 1 dazu selten. Einfach mal ein Dreierkampf über mehrere Runden. Vettel gewinnt das Rennen. Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall an unseren Teamkollegen. Einen weiteren Sieg für Ferrari Gold. Eine weitere Flagge in Maranello. Ja, und wir hier mit Ach und Krach auf Platz 4. Müssen das Ding natürlich noch nach Hause fahren. Aber Benzin wird auch knapp werden. Na, sollte aber klar gehen. So, jetzt nochmal das letzte Mal auf Start und Ziel. Und wir holen P4 nach Hause. Gute Recovery von 8 auf 4. Starke Arbeit. Krasse Manöver. Gut verteidigt. Einfach nur Racing. Einfach nur Racing, so wie es sein soll. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden.
Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. So, und da haben wir das letztendliche Endergebnis. Vettel gewinnt vor den beiden Red Bull, meine Wenigkeit auf 4, dann Alonso, Rosberg, Button, Sainz, Perez und Hülkenberg holt das letzte Pünktchen und ja, Hamilton leider auf der 20, Quert ist ausgeschieden. Damit gucken wir noch ganz kurz in die WM rein, in die Fahrerwertung. Punktgleich mit Sebastian Vettel. Rosberg ist dahinter mit 2 Punkten Abstand und Hamilton 15 Punkte dahinter. Ferrari ist auf jeden Fall wieder am Start in der Konstrukteurs-WM. 17 Punkte vor Mercedes. Und damit würde ich sagen, war's das mit dem heutigen Part der F1 2016 Karriere. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, ich hatte echt schon lange nicht mehr so viel Spaß an einem Rennen. Einfach so viele Fights, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten großen Preis in Deutschland am Hockenheimring.